Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Röp und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Hu, hu, hu. Ich finde die Fußabdrücke von dem Typen gut im Sand. Ja, wir sind hier wieder im freien Spiel, immer noch im freien Spiel. Wahrscheinlich die letzte Folge, wo wir im freien Spiel sind, weil ich eigentlich nur noch auf Tatooine hier diese Quest war. Du bist mir ein bisschen, machst die ganze Zeit schon Geräusche, ne? Und ja, wahrscheinlich die letzte Folge vom freien Spiel fürs erste, weil ich hier nur noch Quests auf Tatooine habe, ne? Ich bin mal mit ihm hier hingegangen, ne? So hier. Das Ding, ne, hab mir gedacht, vielleicht kriege ich das hier irgendwie kaputt, indem ich hier mit einem großen Charakter reingehe, ne? Hat nicht geklappt, aber dann ist mir halt anderes eingefallen, ne? Eingefallen, aufgefallen. Gott, wie sehen seine Arme von innen aus? Ugh. So, folgendes ist mir aufgefallen. Ich habe mich irgendwie so hier gedreht und dann auf einmal. Oder vielleicht war es hier. Hier. Guck mal da oben. Das war zum Abschießen. Das scheine ich übersehen zu haben. Für eine ganze Weile. So kommt man wahrscheinlich da rein, ne? Also machen wir mal kaputt, ne? Ja, das war es noch nicht, oder? Doch. Guck mal hier. So einfach ist es. Lauschige Lagerfeuer. Okay, so, das war relativ easy. Weiß nicht, wie ich das die ganze Zeit übersehen habe, aber hey, wir haben es jetzt cool, ne? So, mir fehlt aber immer noch ein Stein irgendwo hier, der mir aber nicht angezeigt wird. Der muss irgendwo innen sein dann, ne? Vielleicht können wir den auch noch hier einkassieren, bevor wir weitergehen, aber mal schauen. Sieht nicht so aus. Na gut, aber deswegen bin ich auch nicht hier. Ich bin hier, weil ich die Quests hier noch erledigen will. Ne, wäre mal so. Kann ich mit ihnen hier auf ein Ding drauf? Nö, schade. Wir sind ja hier wegen den ganzen Java-Quests. Ne, die haben ja so Druiden-Quests für uns, ne? Und also ich nehme an, das sind alles Druiden-Quests, ne? Ich sag das hier einfach hier so voll. Also ja, klar, die haben jetzt nur Druiden-Quests, aber ich glaube, die geben uns Druiden die meiste Zeit, ne? Wie er zum Beispiel, der Pit-Druide, ne? Lumpiger Händler, verkauft minimal defekten Pit-Druiden an Potrin in Mos Espa. Vermutlich ist er dort bereits reichlich Potrin geschrottet. Bitte schnell finden, dann nehme ich Zeit und reparieren ordentlich. Oh, wir haben die Quest schon angenommen anscheinend. Was mit diesen Fackeln? Habe ich damit schon irgendwie was gemacht? Ich glaube ja, ne? Bin mir jetzt nicht sicher. Habe ich mit diesen Fackeln irgendwas gemacht? Lass mich mal... Nehmen wir das mal. Und jetzt hat mir irgendwo angezeigt. Ich kann euch mal rennen mit den Dingern. So, ich weiß ja mittlerweile, jetzt wird hier irgendwie angezeigt, wenn hier irgendwie was zum Einstecken ist auf der Karte, ne? Jetzt kann ich rennen. Ich konnte nicht rennen, weil ich da in dem Dorf war wahrscheinlich, ne? Weil ich das nicht gehört, nehme ich an, ne? So, kann ich das Ding irgendwo hinpacken? Ah, ist irgendwas. Oder ist das noch ein Ding zum Einsammeln? Oder habe ich das schon gemacht, ne? Weil sonst ist das ein bisschen irreführend, dass das Ding immer noch da draußen ist, ne? Dann soll das bitte schön da drin bleiben, ne? Damit mich das nicht verwirrt, okay? Ja, selbst wenn ich jetzt nicht alle Quests heute schaffe in diesem Part, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge an Episode 9 anfangen, ne? Damit wir halt schon mal weiterkommen, ne? Und ich glaube, das habe ich aber schon gemacht. Ne, nee, warte mal, da ist eine Fackel. Ne, verdammt. Aber ich habe ja noch eine zweite Fackel. Wozu? Ah. Keine Ahnung. Gehen wir nach. Was war es? Mos Espa. Soll die Quest mal aktivieren dann, wenn ich die habe anscheinend, ne? Solide Druide. Ich verstehe es. Gut, dann hoffe ich mal, ich krieg den letzten Stein. Mir fehlt ja nur ein Stein, ja, ne? Wenn ich den irgendwie durch eine Quest kriege, ne? Hey, bist du irgendwo hin auf
So, nach Mos Espa, wo meine Lieblings-Soundkulisse wieder ist, ne? Könnt ihr jetzt schon kotzen. Gott. Ich will die ganze Zeit die Tipps hin und her. Wie kommen da keine Tipps? Das ist Mos Espa, Heimat des beliebtesten, todesmutigsten Sports der Galaxis. ja, was geht? Alles klar. So, ach, das ist gar nicht hier diese Gegend. Gott sei Dank. Hier laufen sie fischerlich rum. Okay, ist gut. Meine Güte. Gut, warte mal hier. Ja, hier gab es ja diese Petruiden-Quests, ne? Hier schon alles, ja, ne? So, boah, ich muss schon wieder niesen. Was ist heute? Morgens? Ne, wir haben schon Mittag. Hör auf damit, du kleines Monster! So, hey, hier kommen wir. Okay. Ja, okay. Aber so, alles klar. Kann man machen. Mein Gott, der hat das Ding einfach kaputt gemacht. Okay, das war relativ schnell. Lehnt euch nur zurück. Bald seid ihr am Ziel. Lehnt euch zurück. Bald seid ihr am Ziel. Boah. Cool. Darth Vader's TIE X1. 1200 km/h. Hey, ihr Petruiden gefunden. Gute Arbeit. Während ihr fort mir eingefallen, lustiger Witz. Dieser Petruiden war echt kein Renner. Lustig, ja? Könnt ihr gerne Freunde erzählen und helfen meinen Freunden weiter, verrückte Druiden einzufangen. Okay. Solider Druide. Mal ja alle Druiden freischalten nach der Zeit dann. Die Petruiden der dummen Serie. Alles klar. So. So, warum ist ja schon mal der Kampfmusik? So, warum seid ihr nicht alle hier, Mann? Irgendwo hier. Du, hey. Red 3PO. Jetzt bin ich dran. Allererster Druide, den ich je repariert und Händler. Sagen hier viel Geld für schnelle Reparatur und ich sagen okay, aber Druide klang kaputt und jetzt ich traurig. Aber noch nicht zu spät, um Druiden zurückzuholen und ganz zu machen. Ihr wissen, wie läuft. Ihr helfen, ja? Ja. Okay, ihr sucht nach der fetten roten Protokoll-Druiden, der von Händler auf Dekar verkauft wurde. Ich glaube, gibt dort eine Art Club. Ja, ist klar, Dekar. Dann gehe ich mal nach Dekar und hol deinen Druiden. Ja? Haben wir, glaube ich, auch noch nicht alle Steinchen, ne? Steinchen. Doch, haben wir schon. Meine Güte. Wann bin ich gut? Oder gründlich? Nicht gut, gründlich. Einfach nur gründlich, ne? Man muss ja nicht wirklich gut sein in dem Spiel. Man muss einfach nur gründlich sein. Außerdem kann man die Lösung für alles hier mehr oder weniger holen. Ich meine, ja, Gerüchte kauft. Und auch wohl werde ich kein Geld, um dieses Spiel zu komplettieren. Ah, traurig. Warum mache ich denn das dann? Basis des Widerstands. Da sind wir. So. Ich habe den Dicken schon wieder gesehen vorher. Warum soll ich mit der reden, wenn ich schon weiß, da hinten muss ich ja nee. Muss ja irgendwo reden mit jemandem. Wenn du es mit diesem verrückten roten Protokolldruiden zu tun bekommst, sei vorsichtig. Er hat es echt mit den Beleidigungen. Sie sind nicht besonders originell, aber total fies. Ja. Das hat mir jetzt nicht geholfen. Also, mein Gott, ich kann dafür ja durch alles durchrennen ausgezeichnet. Da. Na,
Hat mir jetzt gemacht, mit denen zu reden. So, ja, ja, der Typ ist ziemlich fies, aber hat mir jetzt nicht geholfen zu finden, wo der ist. Ich weine nicht, du weinst. Mann, dieser rote Protokolldruide ist so gemein. Ich dachte, diese Dinger seien die Höflichkeit in Person. Was ist da los? Ja, wie soll mir halt weiterhelfen? Wie soll mir halt weiterhelfen, mit den Leuten hier zu reden? Ja. Ja, aus der Weg. Oh nein, den gehe ich zurück. Es war nur ein R3PO. Lag gar nicht mal so falsch anscheinend. Haben wir ein Stück. What the? Der hat umgedreht. Ja, bleibst du hier? Das gibt's nicht. Das gibt's jetzt nicht. Jetzt kommt der Nachschlag. Jetzt sind die Spielchen. Was zum? Jetzt sind die Spielchen vorbei, Kollege. Jetzt machen wir ernst. So. Komm aus dem Weg. Boah. Komm mal weg, ey. Ich gebe auf und komme mit. Ausgezeichnet. Eingesteckt und zurückgeflogen. Nichts mehr zu tun, ja. Tschüss. Was ist das für ein Minischiff hier, mit was ich hier rumfliege? Das ist dieser Jedi Starfighter, diese aus Episode 3. Mit dem Blau. Ist das nicht sogar einer von den? Und sogar seitenweise nicht. Oder ein Ferrari, keine Ahnung. Whoop. Ja, wo ist er? So, ich habe ihn. Viel nach der Droide viel Ärger machen? Jetzt ist Zeit, um Arbeit richtig zu machen und meinen Stolz und Familienehre wiederherstellen. Oder zumindest Rechtsstreit vermeiden. Ja, geht ja doch relativ schneller, als ich gedacht hätte. Protokollkontrolle. Das ist schon der nächste. Ich sag euch, kriege ich auch voll viele Druiden. Also mal alle Protokolldruiden. Boah. Ne, wir haben ja noch nicht C3POs. Ne, da ist auch noch einer, sich geil. T1PP. Oh. Und noch einige Varianten von C3PO haben wir noch nicht. Hey. Hier ist weiterhin fehlerhafte Druiden, die vom schlechten Händler verkauft wurden. Ja. Ich hatte einen der Kommandokampfdruiden, mit dem ich nie fertig geworden bin. War nie zufrieden damit. Schlampige Arbeit von mir, aber keine Zeit für Selbstmitleid. Zeit, um Fehler wieder gut zu machen. Defekter Kampfdruide ging nach Geonosis. Nicht viel Leben dort, aber Kampfdruide klug genug, um dort abzuhauen. So, am besten erledigen, bevor er Galaxis unsicher macht. Ja? Okay. Was? Da habe ich auf Geonosis als ihr ab. Mein Gott. Heieiei. Ja. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie mehr als 80 Part werden oder so. So 70, 75 Parts werden das bestimmt noch, ne? Mehr als 70 auf jeden Fall. Wir sind das jetzt Part 63, ne? Wo bin ich? Da bin ich. Jetzt bin ich hier. Wow. Ah. So, muss ich noch mehr Druiden prügeln? Ist das hier, was ich die ganze Zeit machen muss? Ugh. Whoop. So, entschuldige, was ist das für eine Karte? Oh Mann. Man kann Doppelsprung mit dem Typen machen, leider. Klonsoldat. Bist du der? Ja. Um 9. Der Name kommt mir auch bekannt vor. Ist auch ein wichtiger, glaube ich, ne? Ist das nicht der Druide, von dem ich letztens erzählt habe? Oben. Mein Gott. Dann baller ich eben auf dich, mein Gott. Meine Güte. Face her.
So, ja, Face Hero Stück. Oh. Right. Was hast du, Druiden? Bist du druidisch? Bist du druidisch? Druidistisch? Druistisch? Oh. Ah. Oh. Oh. Wissen Sie jetzt hier, weil die Lande sind, wenn es irgendwie übersprungen, wenn ich zurück zu den Questgeber gebe, ne? Ja, ich habe einen Kampfdruiden zurück und den nicht vollständig zerstörten Zustand. Einige neue Schaltkreise hier. Dort Schrauben nachziehen und bam, so gut wie neu. Hm, warum jetzt zusammenzucken, wenn ich sage bam? Egal, ihr macht gute Arbeit. Machen weiter gute Arbeit und Effekte drücken ganz schnell Vergangenheit. Ja, wie cool wäre das Spiel, wenn es hier einige Legends-Charaktere geben würde, ne? Aus dem Extended Universe, ne? Druidenname der Handelsföderation und führt die Druiden im Kampf gegen den Gungans an. Oh. Ja, keine Ahnung, du läufst irgendwie so rum, auf einmal schaltest du Revan frei, ne? Das wäre aber super geil, ne? Das wäre ein gutes Star Wars Spiel dann, ne? Ein richtig gutes Star Wars Spiel. So, was hast du denn? So viele defekte Druiden an Trollen verkauft. Was die jetzt wohl für Ärger machen, wenn ich all die Leute denke, die schreit rumrennen. Es ist fast schade, sie wieder einzufangen, aber es ist wohl das Richtige. Also geht nach Kashyyyk und fangt meinen fehlerhaften Druiden, ja? Selbstsucht-Druide, den ich nur halb repariert, wurde verkauft an Tortel auf Kashyyyk. Warum Wookie so etwas wollen? Nicht mein Bier. Aber wenn einfangen, dann ich kann reparieren. Es gibt Bier in Star Wars. Warum ist aber was Rotes angezeigt die ganze Zeit? Hallo? Boah. Ich höre schon wieder einmal. Die haben diese Viecher nur eingeführt, um mir auf die Nerven gehen. Ich bin mir ziemlich sicher. Na, Kashyyyk auch 100%. Ich muss mal alle Planeten gleich mal abschauen, wo ich 100% habe. Ist ja schon beeindruckend, ne? Meisten Prozente, ich habe ja noch 15% übrig, ne? Die meisten Prozente werde ich wahrscheinlich durch die Story bekommen, ne? Irgendwann, wenn ich alle Herausforderungen 100% haben, irgendwann, wenn ich alle Minikits 100% haben, ne? Irgendwann kriege ich eine ganze Ladung an Erfolgen und Achievements. Ich weiß nicht, ob es dafür Achievements gibt oder so. So, Sith-Druiden. Unser Such-Druide sollte inaktiv sein. Wir sollten eine Funktionsweise untersuchen. Aber alles, was wir untersuchen können, sind Brandflecken auf unserem Fell. Kannst du ihn aufhalten? Ich finde es so gut, dass ich mit den Leuten rede. Da ist er doch. Aber die sagen mir nicht genau, wo die sind oder so, ne? Weil ich weiß, die sind hier. Also. Ein Stück. Ups, sei. Bleibst du mal stehen? Meine Güte, ey. Ich drehe mich einfach in die andere Richtung. Danke, okay. Habe ich beschützt. Mein Gott. Der wird doch ewig hier. Oberfett, Kopfgeldjäger, Jackhead-Pilot, Zustelldienst. Ah, die einzelnen Schüsse machen aber weniger Schaden, glaube ich. Gott, also voll nervig auf zu knallen. Mein Gott, das Ding tut schon irgendwie auf den Druiden hier so fokussieren, ne? Aber das geht schon mit dem Ding mit, aber das ist immer so ein Schritt irgendwie zu langsam. Das ist auch voll nervig. Oh mein Gott. Wenn das Ding nicht hier, das Ding tut mich irgendwie so magnetisch an den Ding heranziehen, aber wäre immer nur so ein bisschen zu wenig, ey.
Also als würde ich irgendwie, als würde irgendwie so ein Magnet auf dem Ding dran sein, ne? So Auto-Aim oder irgendwie so was. Der hängt dann immer so irgendwie so ein Meter irgendwie hinterher. Wir müssen vorher irgendwie davor ziehen, weil ich tue mich immer zurück. Ja, das ist voll nervig gewesen. Okay, so was zum Luke? Was war das? Warum war Luke auf dem Schiff drauf? Was ist da gerade passiert? Luke war da gerade auf, falls ihr nicht gesehen habt, Luke stand auf dem Schiff drauf. Ich habe mir gesagt, so, was ist denn da drauf? Habe ich mich bewegt, dann ist er runtergefallen. Ja, wir haben Luke an den Hyperraum verloren. Na, immer noch ein besserer Tod als wahrscheinlich in Canon. Ne. Sucht wurde euch Ärger gemacht, hoffe ich. Ich meine, Suturin es euch nicht leicht gemacht. Nein, wartet. Ich meine, ist nicht wichtig. Ich werde mit Reparatur beginnen, damit Druide richtig funktioniert. Will heißen langweilig, aber sollte mich wohl für bedanken. Für bedanken. Hihi. Monk. Da, wo ist ja noch einer? Wie lassen sie sich eigentlich spielen, ne? Ich wünsche, die Viecher würden auch tot bleiben, wenn ich die einmal abschieße. Ich tue mit meiner Antenne angreifen. Wenn man die noch nicht benutzt. Die Bäume war ich auch nicht gar nicht freigeschaltet, sehe ich gerade. Chuba. Diener der Sith. Gong-Druide haben wir auch noch nicht. Wäre auch nicht mal die Knarren alle an. Wir schießen mir keine einzige von denen. Noch hier Maus-Druide. Ich meine es. War lustig, aber Mann, habe ich Hunger. Gib Bescheid, wenn wir Mittag machen können. Ich stimme von dem Typ. Ja, ich aus wie ein Star Wars Charakter. Sieht irgendwie aus, als irgendwie es wird aus einer anderen Serie irgendwie. Da kommt irgendeine Kinderserie oder so. Aber das du. Seine Magna-Wache? Ja, ja, ich weiß, ihr jagt Druiden, die nach schlechter Reparatur durch Javas Kirre werden. Er hatte durch Wurf für etwas Besonderes, aber die Druiden bisher waren nur kleine Fische. Sucht ihr eine echte Herausforderung, dann fangt die Magna-Wache, die ich zu schnell auf Markt gebracht. Ist so schön zäh, aber wenn ihr durchdreht, wenn er durchdreht, dann richtig Spaß. Alles klar. Wenn ihr ernst meint, geht nach Utapau und schaltet defekte Magna-Wache aus. Wahrscheinlich er versucht Chaos ohne Ende, also weilen besser. Gut, dass die Quests relativ schnell fahren gehen, ne? So, Utapau. Ja, da war auch alles. Easy. So, offenbar hat Luke jetzt hier wieder nicht irgendwie auf dem Schiff drauf. Wir haben ihn den Hyperraum verloren. In einem unendlichen Hyperraum. Okay, jetzt steht hier niemand. Ja, das ist wie ein Fallout, wenn man irgendwie Fallout, als ich Fallout auf der PS3 früher gespielt habe, ne, Fallout 3. Mir ist aufgefallen, je länger ich das gespielt habe und je größer die Speicherdatei wurde, ne, also je länger man spielt, desto größer wird die Speicherdatei, ne, weil du halt mehr von der Welt erkundet hast und so, ne. Und ja, also irgendwie jede Stunde irgendwie, die du spielst, wird die Save-File immer größer, ne? Mir ist aufgefallen, je größer die Save-File immer ist, desto mehr Bugs kommen dann irgendwann vor in dem Spiel. Defekte Magna-Wache. Den schnapp ich mir. Okay, brauchst mir nicht nochmal.
Was wird hier? Wir sind Druide, ne? Das ist leid. Ah, toll. Hat er voll gemacht. Aber ich weiß noch, wie die Boss hier in Jedi Survivor waren. Aua! Ah. Ganz ruhig, Kollege. Ich gehe ja schon, Mann. Rip. Und tschüss. Ja, ich bin gleich die Hälfte der Episode vorbei und ich habe so was. Was ist mit dem los? Ich gehe ja schon, Mann. Boah, ich muss sowieso nichts mehr auf diesem Planeten hier machen. Bin schon fertig hier. Boah. Oh. Yep. So. Ihr noch am Leben als Beugungsruine Magnawache abgeliefert. Ich sicher, dass ihr zu sehr durch Mangel genommen, um selbst zu tun. Aber nun ihr hier. Habe euch wohl unterschätzt. Ihr fangen alle defekten Druiden, als sei es Kinderspiel. Große Java-Boss wird sich persönlich bedanken wollen, also kommt später mal vorbei. Ja, kann ich mal einen Java freischalten? Ich will mal einen Java haben. Für die Superheldenlandung. Und dann zieht er noch so die. Die Dings aus. Ah, Pogo-Angriff. Hm, mit der defekte Magna-Wache irgendwie? Ne. Okay, oh Gott. Wieder da hin, alles klar. War ja schon fast fertig, ne? Ja, eine Quest noch. Ah, bin ich hier richtig? Ich weiß nicht. Ich glaube ja, ne? Ne. Mein Gott. Wo muss ich lagen? Ich muss wieder zurück zu dem Bohr. Würde ich sagen, die letzte halbe Stunde werden wir irgendwie noch so ein bisschen durch die Planeten rum. Düsen, um zu gucken, ob wir irgendwie noch nicht so ein paar Steinchen oder so finden, ne? Also diese eine Quest hat jetzt voll ewig. Ja, und hier ist der letzte Stein und wir kriegen ein Java. Das ist schrecklich. Alle Druiden, die ihr mühsam eingesammelt habt, sind entflohen. Irgendwie habe ich gewusst, dass das passiert. Die sich zusammenschließen und Aufstand machen. Wir verloren. Druiden werden uns versklaven. Was? Ihr seid noch mal fangen wollen? Ihr sie noch mal fangen wollt, aber sie sich vereint, so viel stärker als Gruppe. Aber wenn es jemand kann, dann ihr. Ihr sicher, dass ihr diese gigantische Aufgabe gewachsen? Okay, aber gut überlegen. Vielleicht leben unter Druidenherrschaft nicht so schlimm. Ihr sicher es mit ihnen aufnehmen wollt? Letzte Chance. Niemand euch verurteilt, wenn ihr kneift, außer vielleicht Schrelli. Aber sie auch recht rein im Nebenberuf. Genauso plemplem wie Druiden. Gefällt mir. Druidenbanden flüchten in Wüste. Wir finden uns zurückbringen, aber seid bereit für heftige Kämpfe gegen Druiden-Teams. Alles klar. Dann mach mal folgendes. Irgendwie habe ich gewusst, die tun sich bestimmt irgendwie. Ich hätte das vielleicht mal vorher sagen sollen. Ne? Tun sich bestimmt zusammen und dann muss ich gegen die alle auf einmal kämpfen. Ne? So. Alles klar. Ach, der war ja einer von denen, ne? Wo ist Roger? Na, Roger hat gar keine Waffe, ne? Ja, aber dann nehme ich Enya. Druiden? Kein Problem. Ich bin ja der richtige Druiden-Anführer, Mann. Ich habe keine Chance. Warum sagst du mir, ich soll da eingehen? Was so? Die gar nicht alle irgendwie an einem Platz. Das ist doch schon der rote. Was da unten ist ein eine Bande wütend aussehender Druiden fängt in letzter Zeit dort drüben herum. Selbst ich als Druide traue ich mich nicht, ihnen zu nahe zu kommen. Warum ist da unten was so? Ich habe doch alle. Was? Entschuldige, was? Was ist bitte schon da unten? Ich hab doch schon alles hier auf diesem Planeten.
Was? Das Spiel geglitscht, ey. Da kann nicht stimmen. Ich bekomme noch den Stein von dem einen Kollegen, wenn ich die Quest erledige. Ist ja nichts mehr übrig, Mann. So. Böse Bots. Ihr habt uns vielleicht einzeln besiegt, aber gegen uns als Gruppe habt ihr keine Chance. Ach komm doch her, du Stück. Beim Hersteller. Seid ihr wirklich noch schlechter geworden? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der rennt schon wieder weg. Beim Hersteller. Seid ihr wirklich noch schlechter geworden? Beim Atem des Erbauers. So. Ich werde zusammengesetzt. So, du kommst jetzt rein. Einen von denen habe ich schon weggepackt, Kollege. Also warum ist der schon wieder da? Hab ich doch gerade aufs Maul gegeben. Währenddessen die Avas irgendwo so. Ich wiederum heiße unsere neuen Druiden-Oberherrscher willkommen. Oder wie nochmal von den Simpsons. Ion, ja, da hin, welcome all new alien overlords. Irgendwie so. So, mein Gott, renn nochmal vernünftig. Mach das Ding mal weg. Also alle deine Digga. Guck deine ganzen Lichtschwertsammlungen da. Ich weiß, du tust sie gerne durch die Gegend flexen, aber mein Gott. Außer weg. Ja, wo seid ihr? Unten, oben, unten, ne? Ja. So, sei da. Boah, ich muss ja mit ihm reden, ja. Ihr sucht ruhig der Regen der Druidenbande? Ist dort drüben. Mein Rat, nicht mit ihnen einlassen. Sie mächtig wütend aussehen. Ach, was? Klappt schon. Okay. Warum kann ich nicht irgendwie so auf vier Beinen? Der tut doch immer so auf so vier Beinen rennen, ne? Der Grievous. Die perifen Druiden, wer schießt denn da schon? So. Ja, was soll ich nur gegen die Maus-Druiden machen, ne? Irgendjemand schießt auf den die ganze Zeit. Du wagst es nicht mehr gegen mich zu stellen. Jetzt muss ich mir diese Animation nicht die ganze Zeit anschauen, ne? Wen schießt du denn da? Hey, ignoriere mich nicht, mein Gott. Wow. So, mein Gott. Weil muss ich mir die auch nicht anschauen. Ja, ich weiß, der tut hier einsammeln. Ich weiß nicht, ob ihn du gerade schießt. Du Idiot. Okay, das war relativ gechillt. Und weg ist er. Oh. Alles klar. Ich höre Klappern und Krachen und Schlägen und Prügel. Ihr folgt der Druidenbande diesmal wirklich zeigen, wo Hammer hängt? Ja? Die ganze Wüste schuldet euch Dankbarkeit. Nein, ganz Tatooine. Nein, die ganze Galaxis schuldet euch galaktisch viel Dankbarkeit. Ihr Ehrenjahr war auf Lebenszeit. Yay. Die Arkan, der Arkanis-Sektor. Ja, was geht? Was für Schrott wollt ihr uns andrehen? Oh, muss jemand die eine Quest. Ja, ich habe endlich mal ein Java. Sind wir hier mit dem Dings hier ersetzen.
Ja, ich mal Voice Light. Ah, oh, die haben diese Oldschool Blaster. Diese ganz alten Figuren damals noch hatten. Die laufen. So, jetzt habe ich aber noch so 25 Minuten Leerlauf, ne? Und ich weiß nicht, wo ich jetzt noch machen soll. Ja, Karnis Sektor, teils. Habe ich noch irgendeine Quest auf dem... Boah, ich muss hier weg. Ich höre schon wieder... Ich muss ja weg. Ich höre mir das nicht an. Okay, habe ich noch irgendwo Quest? Ich könnte schwören auf... Endo habe ich vielleicht noch was? Boah, ich habe alles abgeschlossen, ne? Endo, war da nicht auf Endo noch irgendwas, was ich hatte? Na, Mustafa im Weltraum, aber da ist noch nicht aktiviert anscheinend. Guck's ja dann an. So, die Steadfast. Ist das überhaupt das Schiff, das mir noch fehlt? Ja. Okay, da müssen wir uns halt noch mal hier umschauen, ne? Karte anzeigen. Da war noch irgendwie was nicht. Da habe ich noch nicht alles, ne? Da waren irgendwie so Gebiete irgendwie unterhalb. Mal gucken, wie ich da hinkomme. Falls überhaupt schon, ne? Da sind noch 4 Steine, kann ich sagen, ich keinen von denen hier finden kann. Ansonsten Quests haben wir gerade alles erledigt, ne? Im Moment, ne? Das heißt, nach Episode 9 kommen dann die letzten Haufen Quests, nehme ich an, ne? Ich weiß nicht, ob man einige Quests erstmal freischaltet, wenn man alle Episoden abschließt oder so, ne? Ist bestimmt auch, ne? Okay, gucken wir mal, was hier noch so ist. Ich sehe schon direkt ein Ding, da sehe ich das zweite. Ups, ich habe noch nicht mal Dings gedrückt. 85%, yay, wir haben, hier sieht man das nicht, wir haben Nebenaufträge, wir uns fehlen noch 24, alles klar. Die Laufanimation. So, die Porks haben wir gesammelt. So, hier unten war irgendwas, ne? Wie man da hinkommen, weiß ich nicht. Mal da. Jetzt aber bestimmt wie vorhin mit dem Ding auch irgendwo so ein Ding zum kaputt machen, ne? Irgendwas zum Abschießen oder so, ne? Wenn ich übersehe. Ist irgendwie ein Kabel in der Nähe? Ne, ne? Da muss ja auch irgendwie kaputt gehen, ne? Wer ist er denn? So, sprich mit mir. Oh, warte. Kann ich den hypnotisieren? Ich bin im Auftrag der Jedi hier. Kann ich sogar. Ich habe ihn auf der Karte gesehen. Guck mal her. Aus dem Weg. Ich bin an der Reihe. Aha. Boom. Aussteigen. Ausgezeichnet. Wollte schon sagen. Und jetzt ich. Das mache ich umsonst. Verstecke der Vorratskammer. Oh. Cool. Seht ihr? Da lassen sich noch einige Sachen finden. Was ist da oben? Schon sagen, irgendwie konnte man aber bestimmt ein, ne? Muss ich nur richtig umschauen, dann findet man die Antwort auf all seine Fragen. Ah, komm, lass mich da hoch. Wenn ich vielleicht muss ich ja durch den halben Planeten umrennen. Ah, hier sind doch Treppen, mein Gott. So, warte mal hier. Knopf. Oh, ich den hier übersehen. Knopf. Wo ist Knopf? Da ist noch einer. Will ich natürlich jetzt nicht mehr schaffen, ne? Aber. Was zum?
Da ist noch einer. Wo ist der vierte? Da. Nein. Boah, ehrlich. Hey, dieser Mistplanet mit seinen. Schaue ich noch. Da. Jaha. Boom. Interessant. Das behalte ich. So, jetzt habe ich hier nichts mehr. Bettwandern. Da zwei. So, what? Da ist noch was und hier sind zwei Eingänge. So, Lukes Hütte, da ist aber 0%, sehe ich gerade. Da muss da irgendwas sein, ne? Warte mal, da haben wir hier schon Quests. Ich glaube, Quests haben wir auch alles, ne? Ja. Ups. So, ne, jetzt ist ja wieder nichts. So lebt mein Sohn, ich bin enttäuscht. So, okay. So, Lukes Hütte, 0% steht da aber. So, und dann da. Schon wieder Lukes Hütte. Achso, da ist einmal der Eingang von oben und einmal von, okay. So, weißt du hier, ist das diese Höhle, wo ich mit Ray drin war? Guck mal. Da scheint auch irgendwie noch was zu sein, ne? Ne, hier ist das, ne? Hier ist das, ne? Gut. Lass mal da reingehen. So. Ich bin schon wieder Ray, alles klar. Und da ist noch der Ray. So, hier sind jetzt andere Sachen. Sehr cool. Also da drin ist die. Mein Gott. Ja, hey. Diese Rätsel sind irgendwie lustig. Ja, welche konzentriere ich mich jetzt erst, die auf links? Oh. Jetzt die in der Mitte. Oh. Oh Gott, die eine ist auf dem Kopf, sehe ich gerade. Oh, die andere auf rechts habe ich auch schon. Boom, meine. Yay, aber mir fehlt immer noch einen. Wir können zur dunklen Höhle. Weil jetzt bin ich ja immer in Dark Room oder was? So, jetzt wäre aber immer noch einer. Und der letzte? Muss hier noch mal rein? Was nicht, wo der letzte ist. Sehe noch nicht. Okay, weiter suchen. Moment noch. Endor. Na, fehlen uns auch noch welche. Ist irgendwo da drin, ne? Hey.
Benno, fehlt mir ein Schiff. Tatsächlich. Was soll eins, was mir fehlt? Gehen wir da hin. Wickets Hütte, alles klar. Wie ich hier noch finde, Mann. Gibt's da nicht. Ein ganzes Schiff hat mir noch gefehlt. Warum haben die mir das denn nicht gezeigt? Oh, wie ich die Dinger schon einsammle, bevor ich überhaupt aussteige. Mein Schiff hat einfach so einen Stoppsock aktiviert. So, Wicked Hütte. Jetzt muss ich erstmal wieder finden, wo das ist, ne? Also was? Also direkt hier. Das ist ja easy. Okay. Ja, ne? Ich bin da noch nie reingegangen. Weit. Ist nicht ne. Oh. Unter mir? Über mir? Seid unter oder über mir? Gibt es einen unter mir? Nö. Also muss es über. Hier komme ich über mir. Hier stehe ich deutlich über ihr. Ah, keine Ahnung. Mein Gott. Hier. Nein, ich kann mir halt nicht markieren. Komme ich denn jetzt wieder dahin? Wicked, warum müssen die da ganz oben? Wie soll ich denn jetzt dahin kommen? Ich habe keinen Plan, wie ich dahin kommen soll. Mein Gott. Sicher ist nicht unten. Ist halt jetzt oben oder unten nicht? Das ist unter mir. Dann gehen wir mal nach, aua, gehen wir mal nach unten. Hier. Mein Gott. Wir haben hier noch nie. Ich kümmere mich darum. Ist ein Gemälde dieser seltsamen Menschenfamilie, die hier abgestürzt ist. Aber ich habe sie auch nie so durcheinander gesehen. Alles klar, nur das, alles klar. Mache ich gerne. Dreh mal um. Boom. Das war relativ easy. Sollte das Ding annehmen. So. Was soll das hier sein? Also nicht das hier. So bleiben wir einfach in Erinnerung von den Leuten hier als merkwürdige Menschenfamilie, Menschenleute oder wie auch immer. Nicht als Retter des Planeten oder irgendwie so hat. Das ist ganz schön unhöflich, finde ich. Ja, da waren so ein paar Freaks, die ja mal gelandet sind, ne? Gott. Jetzt sieht man auf den ersten Blick aus wie so eine. So von der Perspektive sieht er immer aus wie so eine Kugel hier. Wie eine Kugel an der Kette, ne? Die man irgendwie so, so Straftäter irgendwie so anbindet hier, so Gefängnisleute. So, ja, reg dich ab. Ich will das nicht ändern, ich will das nur freischalten. Thai Abfangjäger. Boah. Wenn die sahen schon immer besser aus als die TIE Fighter. So, mal hier alles erledigt. Cool. TIE Fighter, hier sehen aus wie diese Platten, sehen irgendwie zu gerade aus oder so. So. Nein, du sollst mir die Karte von.
So, Wolkenstadt haben wir alles. Mustafa haben wir alles. Haben wir nicht alles. Hier sind zwei Quests, die mir noch. Zwei Dinger, die mir noch fehlen, aber das können keine Quests sein, weil ich habe keine Quests mehr offen. Also können die ja gar nicht sein. Da können gar keine Quests sein. So, Crate. Hier fehlt mir noch ein Stein, aber ich weiß ja nicht, wie ich da hinkomme. Nabu haben wir alles. Coruscant. Im Senatsbezirk fehlt mir noch einer. Wo? Ich hab's doch irgendwie was im Jedi-Tempel, ne? Muss ich mal da hingehen. Irgendwie habe ich da so ein Gerücht letztens irgendwie freigeschaltet für den Jedi-Tempel oder so. Dann muss ich da irgendwas machen, keine Ahnung. Ich habe letztens irgendwie so ein Gerücht freigeschaltet irgendwie. Also irgendwas mit Yoda und Mace Windu, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was damit auf sich hat, aber ja. Irgendwas hatte ich da freigeschaltet. Also das, lass mal da vorbeischauen, ne? Coruscant, Senatsbezirk. Also war immer so nervig. Jetzt muss ich erstmal wieder hier zum Jedi-Tempel hinfliegen. Warum kann ich nicht direkt dahin fliegen, Mann? Hey, ihr seid auch schon wieder her. Komm, lass mal hier hinfliegen. Müsst ihr irgendwo hin? Dann seid ihr hier richtig. Ja, der Jedi-Tempel ist das, wo mir hat fehlt. Bald seid ihr am Ziel. Keine Sorge, bald seid ihr am Ziel, ne? Das ist so bescheuert irgendwie. Ha! So. Hey Jedi-Tempel, ich bin wieder da. Und ich habe wieder einen Klon an meiner Seite. Also überhaupt nicht verdächtig, ne? So, wo ist hier? Du bist schon wieder hier. Du hast immer noch einen Stein. Warum? Da sind die Archive. Und da kam ich, ne? Was ist da eigentlich? Hey! Hier war ich ja noch nie. Noch jemand ist hier. Ich war noch nie hier drinnen, sehe ich gerade. Zu absolvieren, ich sehe. Ihr seid noch am Leben? Deine Fähigkeit mit der Macht zu sehen. Testen wir sie müssen. Erforsche deine Gefühle. Ah, vielleicht kriege ich jetzt endlich mal einen Sitz. Visionen, was du siehst. What? 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 Dat und dat. Deine Vision ist. Warum hat Mace wie nur an der Tasse gedacht? Also Planet, Schiff und Knarre. Warum denkt Mace wie nur an der Knarre? Ja, ja, klar, deine Vision ist. Ich kann eure Gedanken lesen. Was geht in deinem großen Kopf vor? Ki Adimundi, Lichtschwerter, Knarre. Lichtschwerter, Knarre, Tasse. Boah, Gott. Stark, die Macht ist in diesem. Yay, die Interior. Schauen Sie sich das an, Meister Window. Ich habe einen Sitz im Rat. Ich habe einen Sitz im Rat. Ich
bin Meister Skywalker. Was denkst du darüber? Was denkst du darüber? Was denkst du? Das denke ich von euren Stühlen. Raus hier. Okay, ich weiß nicht, ob ich in 5 Minuten jetzt noch irgendwas finde. Wahrscheinlich nicht, ne? Gut, dann weiß ich, hat es noch gebracht, noch so ein paar Dinger hier, ne? Wir haben einige Trophäen abgesahnt. Gut, ich würde sagen, ich mache mal hier einen Schnitt oder beende den Part hier, ne? Wie sieht jetzt aus? 85% immer noch? Ja. Gut, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Episode 9, der letzten Episode. Und ja, du bist am Lügen, du hast keinen Stein mehr. Du bist mir am Lügen, weißt du, was du bist? Lügen tust du. Und ja, gut. Cool, dann können wir bei der Story weitermachen. Die Story mehr oder weniger beinahe abschließen, ne? Wir gehen natürlich ein bisschen langsam voran, ne? Aber hey. Wir nähern uns dem Ende. Cool. Ja, dann nächstes Mal geht's weiter mit Episode 9. Ich bedanke mich heute fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Bock.